Video 11 von Lufia Forgotten World. Wir spielen es jetzt schon rund 110 Minuten. Das bisher längste Let's Play. Und wir wollen uns jetzt zu einer Tür begeben, die wir im letzten oder vorletzten Video geöffnet haben. Und wo sich dann wahrscheinlich der Boss dieses Dungeons befindet. So, nachdem wir diesen Dungeon erledigt haben, soll sich auch dieses Let's Play erledigt haben. Yeah. Ach. Ihr wollt es wohl unbedingt hinauszögern. Kann das sein? Gab es im Dorf wirklich keine Items zu kaufen, mit denen man die MP erhöhen kann? Ich glaube nicht. Wir haben jetzt doch viel Feuer verbraucht. Glutring können wir jetzt nicht mehr einsetzen. Ah, Mist. Das ist doof. Hier lang, oder? Nein. Hier lang. Nein, 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 nein. Yahoo! Ich will jetzt nicht kämpfen. Ich will zu diesem Boss. Oder Bosse. Je nachdem. Dann, 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 dann. Aus dem Weg. Elendes Getier. Ups. Ich liebe es, Treppen zu steigen. Nur Faulenzer benutzen Fahrstühle. Huh. Nach oben. Ah ja, die sind einfach die. Den wollte ich doch gar nicht. Ich wollte den hier. Genau. Denn die haben nicht viel HP. Sind relativ einfach zu killen. Auch wenn sie uns vergiften können. Das stört uns nicht. Denn wir haben ja eine riesige metallene Fliegen- und Wespenklatsche. Und außerdem erhalten wir Gegengifte von ihnen. Aha. So. Dann wollen wir auch mal diese netten Tränke zu uns nehmen. Ach, er ist auch vergiftet. Alles klar. Alles klar. So. Hier nach oben. Und jetzt würde ich gerne speichern können. So, das ist die besagte Tür. Schlüssel benutzt. Ach so. Ach so. Das füllt unsere Werte auf. Ja, toll. Wozu habe ich jetzt die Items benutzt? Ah. Sag mir das mal einer. Moin. Hilfe, Hilfe. Im Keller war da noch irgendeine Truhe, aber da... Na, fehlte uns ein Schalter. Wahrscheinlich muss man diesen Dungeon später nochmal betreten. Kreuzspinne. Ja, yeah, jetzt können wir wieder zaubern. Okay. Aber erstmal sehen, was die sonst so ganz normal drauf haben. Ha! Oh ja, doch, 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 die halten was aus. Kommt euch cool vor, weil ihr mehr Beine habt, oder was? Und mehr Augen? Ha. Hinfort. Also, wenn man das im Keller neben dieser Truhe, das waren sogar zwei Truhen, die ich haben wollte, auch solche Spinnen. Hinfort, junge Dame. Ich auch. Aber ich finde gar nicht so schlimm. Hey. Okay. Tarantula. Dann. Jetzt nehmen wir mal. Wie viel HP hat Lloyd? Okay. Aha. Burn, Baby, burn. Ah. Auf die Kreuzspinne. Keine Chance. 14 Uhr.
Blutregen. Noch ist er nicht gefährlich. Ich denke, die haben auch ganz schnell erledigt. Blutregen und von Lloyd gibt's. Oh, was für denn? Uiuiui. Oi. Okay, jeder nimmt mal ein Kraftwasser. Das macht mir doch langsam Angst. Oha. Bumerang, den haben wir jetzt noch nicht benutzt. Ach doch, wir haben ja was mit 25 MP. Komm, krepier doch. Ich sehe schon den Tod der Spinne vor meinen Augen. Strecke deine Gliedmaßen dem Himmel empor. Also das Einzige, was noch ekliger ist als Insekten, obwohl nee, Spinnen sind gar keine Insekten. Das Einzige, was ekliger ist als solche Viecher, sind tote Viecher. Jetzt stirb doch endlich. Brennt in dein Fell nicht. Okay. Gut, dass wir diesen Zauberkrug gefunden haben. Ich glaube, die Spinne schwächelt auch schon. Ja, leider hat jetzt Lloyd Kiesel nicht erlernt. Ihr wisst schon, dieser Zauber, der 200 gekostet hat. Heilwasser für den. Ja! Erledigt. Da haben wir uns doch den Trank gespart. Ja, Level 9. Ausgezeichnet. Nicht mal explodiert? Na gut. Wow, der hier ist stark. Tja, so sind wir nun mal. Stark und gut gebaut. Mein Name ist Sophie. Ich komme aus Rühle. So weit? Naja, da ich die Pforten ja recht stell offen, dann spiele ich immer in dieser Höhle. Moment, die geht durch ganze Wälder, über ganze Flur, durch ein Gebirge, nur um hier zu spielen? Okay. Aber ich glaube, ich bin sowieso nicht gut in Erdkunde. Durch diese ganzen Monster hindurch ist sie... Ja, natürlich. Ah. Ein Ei, oder? Tarantel-Ei, Tatsache. Das können wir wahrscheinlich verkaufen. Kann ich denn jetzt einfach so durch die Höhle laufen? Immerhin waren hier bis vor kurzem noch Monster... Von wegen. Ja. Bestimmt. Oh, jetzt müssen wir zurück. Na gut. Also. Das war's erstmal. Wir haben diesen Dungeon erledigt. Es macht echt Spaß, das Spiel. Das kann man echt lange Zeit spielen. Standard. Zwar Standard, aber es ist einfach. Mapping ist okay. Also, der Spielspaß steht hier ziemlich weit oben. Man muss viel trainieren. Ihr solltet auf jeden Fall viel trainieren. Aber ansonsten scheint das Kampfsystem recht fair zu sein bisher. Und man findet echt tolle Items. Doch, das kann man spielen. Auch hier hat Cop 268 ganz tolles Spiel gemacht. Also, danke fürs Zusehen. Das war Lufia Forgotten World von Cop 268. Bye, bye.